Seid willkommen zurück zum Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Oh. Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. Wir suchen gerade Alina. Killen hier eine Mittagserscheinung. Ja, killen eine Mittagserscheinung. Himbeerbusch. Schnie, schnar, schnuff. Ich greife den in den Busch. Ich hatte ein Tuch voll der saftigsten, reifsten Himbeeren für meine Liebsten. Habt ihr mein Tuch gesehen, Wanderer? Ich habe es verloren. Ich heirate bald, muss aber meinen Liebsten ein letztes Mal sehen. Er ist sicher traurig, wenn ich ihm keine süßen Himbeeren bringe. Liebe ist Leid, ein Schmerz, der meine Seele durchbohrt. Wo ist nur mein Liebster? Kommt, rot in der Sonne. Meine teure Schwester, ich weinte an deiner Schulter. Warum? Warum ist mir so kalt? Weil ihr tot seid, Alina. Ihr lügt. Ich kratze euch die Augen aus. Aber... Hey, Spiel unterbrechen. Muss ich euch berichten, dass Alina jetzt eine Mittagserscheinung ist. Jawohl! Das war jetzt ein bisschen billig. Ich glaube, ich bin leicht überlevelt. Ich nehme mal ein paar Himbeeren mit. So, auch von hier nehme ich welche mit. Zur Not schmeiße ich sie weg. Aber vielleicht hilft ihnen ja drüber hinwegzukommen, wenn ich ihm Himbeeren andrehe. So, ein bisschen Schöllkraut nehme ich auch noch. Und in die Richtung, da muss ich. So, klick einmal quer übers Feld. Okay. Ihr habt meine geliebte Alina getötet. Ich wollte das nicht. Lügnerin, ihr wart eifersüchtig auf sie. Sterbt, Mörderin! Ah. Ja, toll. Hexer, könnt ihr mich hören? Ihr, der ihr weder Mensch noch Gespenst seid. Ein Sterblicher, dem der Tod nachfolgt. Was seid ihr? Eine Seele dazu verflucht, auf ewig durch die Welt zu ziehen. Wer hat euch verflucht? Ich mich selbst, als ich meine Schwester Alina getötet habe, aus Eifersucht. Selina? Um die Liebe betrogen, um die Sonne betrogen. Es brennt! Nachts singe ich mein Klagelied. Okay. Nachterscheinung. Hexer. Was? Eine Wer? Ich mich Zell um die. Okay, und jetzt muss ich wahrscheinlich Julian davon berichten und dann in der Nacht hier halt zurückkehren und Selina nochmal umlegen. Wäre so meine Vermutung. Dass ich den Durchgang hier nicht von hier aus anklicken kann.
So, Straße zum Dorf. Ach, schön. Ja? Steck den Dolch weg. Sie hat meine Alina getötet. Ich werde sie nie wiedersehen. Selina hat ihre Schwester getötet? Sie hat es gestanden. Sie haben sich gestritten und Selina hat Alina gestoßen. Meine Liebste schlug mit dem Kopf auf einen Stein. Es ist so schrecklich. Ein Unfall. Selina sagte es mir und ich konnte mich nicht beherrschen. Selina beneidete Alina, war eifersüchtig auf Julian und seinen Wohlstand. Sie muss bestraft werden. Alina ist nicht tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Ah, schrecklich! Ich muss ihr helfen! Macht nur ja keine Dummheiten. Hä? Ich hab doch Alina gekillt. Also du bist Adam. Ja? Adam, ihr seht fürchterlich aus. Wie sollte ich sonst aussehen? Meine Liebste erschreckt die Leute. Ich habe eine Frau getötet und bin ein Versager. Tut mir leid. Tut mir leid, dass du ein Versager bist. So, ich habe jetzt einmal dort in den Hof reingeklickt. Hoffentlich laufe ich dann auch automatisch da irgendwie rein. Achso, hier hinten ist ja offen. So, Julian steht hier. Falsche Taste. Nee. Julian, ich habe eine Nachricht für dich. Geralt? Ich sollte Alina finden. Habt ihr sie gefunden? Ja. Das ist wunderbar. Geht es ihr gut? Setzt euch und trinkt etwas. Alina ist tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung. Einem Dämon. Sie ist tot? Ich weiß, das ist schwer. Aber wir müssen etwas unternehmen. Wenn wir nicht handeln, werden Leute auf den Feldern sterben. Verstehe. Tut, was ihr könnt. Ich bezahle euch. Das kostet aber mehr als einen Silbergroschen. Tut, was getan werden muss, Hexer. Und macht es, wenn möglich, schnell und schmerzlos. Ich versuch's. Wisst ihr, ich glaube an die Vernunft, nicht an die Götter. Und doch betete ich zur Militele, dass ich Alina wiedersehen würde. Ich fühlte mich elend, voll Widerwillen. Ich brauchte wohl Zeit, um zu akzeptieren, dass meine Alina tot ist. Geralt, wie ist das passiert? Selina hat sie getötet. Wahrscheinlich aus Versehen. Sie ist ebenfalls tot. Wie das? Adam hat sie getötet. Ach, sagen wir die Wahrheit. Er liebte Alina, verlor die Beherrschung und tötete Selina. Bei allen Göttern, das ist ja schrecklich. So viel Leid. Womit haben sie dieses Schicksal nur verdient? Geralt, bitte helft ihnen. Und ich sorge dafür, dass Adam festgenommen wird. Er muss für sein Verbrechen büßen. Ich werde tun, was ich vermag, damit die Seelen der Schwestern ins Jenseits gelangen können. Der Überflüche Bescheid weiß. Hey, Hexe! Wo ist denn die Hexe? Kellnerin, bist du die Schanktochter? Wie kann ich helfen? Zwei Schankwirte? Das Gasthaus gehört Mama und Papa. Mama will nicht, dass ich mit Fremden rede. Als Kellnerin müsst ihr doch mit Fremden reden. Oh nein! Zu uns kommen nur Stammgäste. Jetzt habe ich euch erwischt. Ich bin ein Fremder. Ihr seid Geralt von Riva. Meister Rittersporn sang eine Ballade über euch. Daher seid ihr mir bekannt. Ihr habt mich erwischt. Wie kann ich helfen? Ich möchte gern bestellen. Wartet hier. Nix für mich. Wie kann ich... Sind Zimmer frei? 5 Orens. Kein Interesse. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich mit dir ins Bett kann. Weißt du, Julian sagt gerade, er braucht Zeit, um das zu verarbeiten. Es ist derselbe Tag.
So, warte mal. Ich muss einen Weg finden. Ach, genau. Hütte des Heilers. Die Hexe soll sich ja... Da, Tür zur Hütte des Heilers. Die Hexe soll sich ja mit Flüchen und so auskennen, soweit ich das gerade richtig verstanden habe. Kiste? Müll. Ach, Abigail. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Abigail. Ihr habt also ein neues Zuhause gefunden. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ihr Heiler ist letzten Winter gestorben. Wenn ihr wollt, verrate ich euch ihr größtes Geheimnis. Ihr habt euch kein bisschen geändert. Ich habe ein Rezept des alten Heilers abgewandelt und eine spezielle Salbe entwickelt. Die lässt das Fell ihrer Kühe glänzen. Ehrlich gesagt, habe ich mich geändert. Was führt euch her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mich vermisst habt. Also mit dem Lachen kann sie locker irgendeine Antagonistin bei Sailor Moon spielen. Hat nicht... Oh, wer war denn das? Kaori Knight? Ich glaube, die hat so gelacht, oder? Der Maurer Hahn schickt mich. Dieser Taugenichts. Er hat meinen Kamin versiegelt. Seitdem ist es hier entweder kalt wie im Winter oder neblig wie im Herbst. Ich wette, die Arbeit an der Brücke geht nicht voran. Genau. Warum sollte er einen Hexer und eine Hexe brauchen? Nachts zerstören Grix die Brücke. Und Hahn muss sie dann tagsüber wieder reparieren. Wieder bossig. Kann man irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Bringt ihren Schatz zurück. Schatz? In der Gruft auf den Feldern haust ein anderer Stamm von Grix. Von der bösen Sorte. Dieser Stamm hat den größten Schatz unserer Grix gestohlen. Ein Katzenreitgeschirr. Katzenreitgeschirr? Oh ja. Grix reiten auf Katzen wie Menschen auf Pferden. Geht zu der Gruft, holt das Reitgeschirr und kommt zu mir zurück. Wo ist das Reitgeschirr? In ihrer Kapelle, die der kleinen Skulptur eines Heiligen gleicht, wie man sie an Kreuzungen aufstellt. Woher wisst ihr das denn? Ich könnte sagen, ich habe es in Hühnergekräuse gelesen. Aber die Wahrheit ist profaner. Einer der Grix hat sich in mich verliebt. Er lässt mich wissen, was sich in dieser Gegend tut. Macht ihr Witze? Ach, egal. Danke. Ich habe noch mehr Fragen an dich. Aber bei Reitgeschirr für Katzen, ich musste an Studio Ghibli denken. Ich habe ja nicht viele Filme von denen gesehen, aber ein paar. Ich weiß nicht, kam da nicht auch irgendwo ein Reitgeschirr für Katzen vor? Ich glaube, im Königreich der Katzen eher nicht. Was wollt ihr? Irgendwo? Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit seelischer Natur. Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß nicht, wie man Alinas Seele ins Jenseits schicken kann. Das eitle Weibsbild? Sie gelangte in den Besitz eines seltenen und mächtigen Spiegels Nihalenyas, der einst Orakeln und Propheten diente. Alina befragte ihren Spiegel sehr häufig. Mit der Frage, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich weiß, die Spiegel Nehalenyas gibt es in zwei Varianten. Höfliche und zerbrochene. Alinas Spiegel war eindeutig zerbrochen. Wenn ihr ihn wieder zusammensetzt und Alina zeigt, wird der Fluch vielleicht aufgehoben. Danke, Abigail. Okay, ich muss auf den Feldern die Scherben von Alinas Spiegel suchen. Okay, Nayaru. Der Maurer, das vierblättrige Kleeblatt, okay. Okay. Scherben. Hä? Muss ich nicht in die Gruft gehen und das Katzenreitgeschirr einsacken? Also ich habe mir jetzt die Gruft markiert. Ich habe mir jetzt die Gruft markiert als Punkt, wo ich hin muss.
Und werde da drinnen auch nach dem Katzenreitgeschirr suchen. Aber wahrscheinlich hat jetzt mein Schnaps ausgereicht, um die Gregs zu besänftigen. Ist ja schon wieder Alvin, die kleine Kackbratze. Natürlich. Hallo Geralt. Wie kommst du denn hierher? Das sage ich nicht. Ich laufe mit euch herum. Ich will, dass du wegrennst, wenn etwas passiert. Ich will, dass du dich von der Klippe stürzt. Egal, was passiert. Ich mag dich nicht. Was tanzt denn da hinten rum? Flatterer? Ha, Tatsache. Meine Güte, bin ich gut. Und das macht Boom, wenn ich dich sehe. Easy. Ein bisschen Gold. Ein Fangzahn. Noch ein Fangzahn. Eine kleine Nervensäge, wo es mich auffallen würde, wenn ich die hier nebenbei noch köpfe. Ich habe halt echt eine Aversion gegen Berengar, der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Oh, speichern. Das gefällt mir nicht. Habe ich nicht Berengars Leiche gefunden? Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berengar. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxe hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wesemir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. Was ist das denn hier? Lähmen. Oh. Okay. Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Verdammte Scheiße, es ist düster hier drin. Das sollte mir echt öfter mal eine Katze brauen. Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich? Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf. Da kommen sie wieder. Also ich habe gerade zwei gekillt, Berengar, während du mit der einen hier rumkippst, ne? Wollt's nur gesagt haben.
Das war zu einfach. Berengar, ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxäe töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheiliger. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Ich muss Berengar folgen, wenn ich weitere Informationen will. So, zack. Schwere Kampf hier. Du weißt aus, ja dann komme ich hinterher. Hallo? Noch Berengar, du bist unfähig, ne? Steck halt alles in Brand. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Jetzt muss ich dem wieder rausfolgen. Holztruhe. Aber ich werde ihm nicht folgen, bevor ich... Na, hier, nicht geplündert habe. Was habe ich da gerade bekommen? Teil einer Rüstung. Ach ja, genau. Stimmt, ich erinnere mich an die Questline. Ich meine, die Axt werde ich trotzdem nicht verwenden, aber hey, die ist wenigstens besser als meine. Aber ja, ich erinnere mich an die Questline. Halbwegs. Wie hieß die Rüstung? Rabenrüstung oder so? Die man hier herstellen kann. Und dann auch mit zu Witcher 2 übernehmen kann, weswegen ich diese Questline sehr gerne verfolge. Also gut, in Witcher 2 ist die ein bisschen billig und ich glaube relativ zeitnah kann man die auch austauschen. Gegen eine bessere Rüstung, aber es ist schon mal cool, dass man das überhaupt kann. Oh, ich wollte eigentlich rausgehen und nicht die Überreste mitnehmen, aber oh lol, ich bin am Überziehen. Gut, damit bedanke ich mich mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.